Herzlich willkommen zu unserer abendlichen Online-Friedensmeditation im Cyberspace-Lichttempel von Metatron, von den Engeln, von den Licht- und Sternenwesen. Zuerst einmal auch ein Danke an euch alle für euer Vertrauen in unsere Meditationen. Antje und ich, wir können das sehen an den enormen Steigerungen der angemeldeten Teilnehmer. Das macht uns besonders glücklich. Dankeschön auch für die Buchung unserer Online-Workshops am Samstag und Sonntag, beginnend jeweils um 13.30 Uhr. Auch da freuen wir uns besonders, wenn ihr mit dabei seid. Auch jene, die sich noch kurzfristig anmelden wollen, natürlich hat es dann noch Plätze frei. Und jetzt, Antje kann es schon kaum mehr erwarten, weil sie hat sich mit großer Freude auf den heutigen Abend vorbereitet. Und jetzt gebe ich doch das mal das Wort an die Antje ab. Ja, vielen Dank, Edwin. Es ist eine ganz besonders spannende Zeit, die wir jetzt erleben. Es ist eine Zeit des ganz großen Wandels. Das ist für uns alle klar. Und es ist auch eins klar, dass dieser Virus natürlich vorgeschoben ist und praktisch so wie ein Film auf der Weltbühne im Vordergrund abläuft. Und im Hintergrund, da hat es noch ganz andere Ursachen. Das betrifft jetzt den Wandel, der schon längst stattfinden hätte können. Aber jetzt, das ist auch mein Gefühl, ist es wirklich schon so weit. Wir alle dürfen eine große Transformation erleben. Nun, es gibt aber ein Aber, denn wir Menschen können gemeinsam mit den Licht- und Sterngeschwistern jetzt die Weichen lenken für das Schicksal der ganzen Erde. Und es braucht ganz viele Lichtseelen, Lichtpioniere, die hier mitwirken, damit wir die höchstmögliche Gnade herabrufen. Denn ihr wisst ja alle, auch wenn die Menschen jetzt gute Absichten haben, etwas zu verändern, zu wandeln, niemand ist ein Heiliger, niemand ist vollkommen. Also jedes System hat irgendwo auch so seine Themen. Nur natürlich jetzt soll schon ein Sprung Richtung Transformation Licht und höheres Licht geschehen. Und wir sollen befreit werden von, ich würde es jetzt wirklich mal so sagen, Jahrtausende alter Sklaverei unseres Geistes, unsere Seele, auch sogar bis hin zum Körper. Also das ist auch unsere Absicht, dass wir so meditieren, dass jetzt das höchstmögliche Licht aus den höchsten Lichtdimensionen, also das, was das Herz Gottes tatsächlich der Erdenmenschheit schenken möchte, herabzurufen. Und das ist unsere Absicht, Intention in diesen Meditationen. Wir haben gestern eine intensive Meditation gemacht, um Ängste zu erlösen, zu transformieren, zu befreien in uns, und dann automatisch übergeordnet wirken wir für das ganze Land, die Menschheit und die Erde. Jetzt habe ich doch mal eine Frage an die Antje, und das ist jetzt voll live. Und die Antje weiß jetzt nicht, was ich sie frage. Wann haben wir beide den ersten Vortrag gehalten, Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension? Ja, das war im August 2004. Und da habe ich unter anderem auch immer gesagt, wenn es einen Aufstieg geben soll, dann hat es vorher ja auch einen Abstieg gegeben. Jetzt gebe ich wieder das Wort an dich mit dem Thema Abstieg, weil jetzt wollen wir wirklich den Aufstieg. Ja, also dieser jahrtausendelange Abstieg, das ist die Zeit, in der wir uns klein gefühlt haben, minderwertig als Opfer. Da sollen wir jetzt raus. Weder Opfer noch Täter, sondern wirklich in unsere Lichtpräsenz als Lichtschöpfer, die wir alle sind. Ja, Mutter Maria hat gesagt, heute bin ich dran. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere denken, das sei jetzt so ein sanftes Lüftchen. Aber ihr werdet erleben, denn Mutter Maria, mit ihr kommen die ganzen Herrscher des Himmels.
Und sie hat so zu mir gesprochen, sie hat gesagt, ich möchte die Blockaden befreien in euch, wo ihr euch wieder die Liebe und die Gnade gestellt habt. Das heißt, wo ihr euch blockiert habt, die Liebe und Gnade in euch anzunehmen. Also all das Lichtvolle, was das Herz Gottes über euch ergießen möchte, was aus den höheren Lichtdimensionen sich voll durch euch ergießen möchte und entfalten möchte. Und diese Befreiung von Blockaden, das kann Mutter Maria besonders gut. Und das werden wir dann übergeordnet erbitten und aktivieren für die ganze Menschheit und die Erde. Doch zuvor, bevor wir mit Mutter Maria eintreten in die Meditation, und da möchte ich auch noch kurz sagen, also das Gnadenlicht, das wir, das zeigen wir jetzt gerade mal, wie das aussieht. Ja, und dieses Gnadenlicht von Mutter Maria, das ist so eine ganz feine kleine Perle, aber sie ist wirklich sehr mächtig. Und sie verbindet uns wirklich mit ihrem Herzensgnadenlicht. Das heißt, sie verbindet nicht nur, sondern sie entzündet es in uns. Und die Seele hat tiefstes Vertrauen zu Mutter Maria. Bevor wir nun eintauchen in die Gnade von Mutter Maria, möchte ich noch eine Reinigung. Vorab wollen wir eine Reinigung sprechen, also eine Reinigung durch unser ganzes Energiesystem, damit schon mal Energien von außen der Welt, was alles so einströmt, einfach schon mal auf die Seite gehen, damit wir ganz klar das aufnehmen können, was jetzt kommen darf heute. Ja, und eine Friedensmeditation ist ja auch eine Heilmeditation. Und wir wollen ja auch heil in unserer Seele, in unserem Chakrasystem, in unserem Lichtkörper sein. Und so darf ich euch einführen mit Erzengel Michael zusammen in diese Meditation. Also der Metatron sagt, es ist noch ganz wichtig. Also die Wichtigkeit unserer Lichtarbeit hier möchte er uns unbedingt nochmals verdeutlichen, quasi unterstreichen. Denn es gibt nicht so viele Seelen, die so intensiv verbunden sind und dadurch die Portale zum Thronraum öffnen können. Er möchte es nochmals deutlich sagen, geliebte Lichtseelen, geliebte Lichtherzen dieser Erde, ihr seid wirklich eins mit uns. Eure Lichtseelen sind vollkommen mit uns, den Aufgestiegenen und Erleuchteten, verschmolzen in dieser reinen, übergeordneten Intention und Absicht, in der ihr jetzt versammelt seid. Und ihr seid alle gemeinsam in einem Lichttempel versammelt, den wir, eure Licht- und Sterngeschwister, für jeden Einzelnen zu Hause und in der Gemeinschaft errichtet haben. Denn ihr seid wie in einem physischen Lichttempel jetzt zusammengeführt. Und ihr könnt tief vertrauen, dass wir einen mächtigen Schutzraum um jeden Einzelnen errichten, in dem ihr euch geborgen fühlen könnt und in der Liebe angenommen fühlen könnt. Und wie es schon heißt, auch in der Bibel, wenn nur eine einzige Seele vor den Thron tritt und das Herz Gottes um Gnade bittet, dann wird Gnade gewährt. Also, es ist nicht wichtig, dass große Massen, es ist schön, wenn große Massen dabei sind, aber du bist wichtig. Jede einzelne Seele ist wichtig. Ihr seid machtvoller als alle Radio- und Fernseh-
Lichtstationen zusammen, denn in dieser Lichtfrequenz seid ihr in der Gemeinschaft mit uns. In dieser Herzensliebe sind wir eure Verstärker, wir, die Myriaden von Engelchören, Aufgestiegenen und Erleuchteten, verstärken eure Liebesmacht und senden sie aus dem unendlichen Lichtuniversum, wie Posaunenengel über die ganze Erde in alle Herzen hinein. Jedes Herz wird berührt, weil ihr mit uns eins seid im Herzen, in dieser Liebe. So wie es schon ewig war, so ist es und wird es auch ewig sein. Und alles andere ist eine Lüge, die euch aufgetischt wurde, der ihr geglaubt hattet. Denn ihr seid jetzt in der göttlichen Realität, unserer ewigen Liebesgemeinschaft, eingewoben. Weiterhin spricht Erzengel Metatron: Meine Lichtwelle ist heute präsent. Die Lichtwelle meines Herzens entzündet dich und hebt dich an in eine höhere Stufe des Bewusstseins, hebt dich an in die höhere Oktave. Was bedeutet, dass sich heute das flammende Lichtschwert meines Engelsbruder Michael in dir entzündet, in jedem Chakra entzündet sich das Lichtschwert von Erzengel Michael und das Feuer des Heiligen Geistes. Dies entflammt deinen kompletten Lichtkörper und du wiederum entflammst deine Umgebung und dein ganzes Land. Jedes Chakra von dir ist entflammt vom Feuer des Heiligen Geistes. Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Kronenchakra. Was bedeutet, du bist immer eins mit dem Göttlichen, immer im Strom des Göttlichen, immer in der Verbindung mit der Quelle des Lichts. Erzengel Michael ergänzt jetzt noch: Ist es tatsächlich so, dass dieses Lichtschwert jetzt bei dir zu Hause ist und sich dementsprechend oft dupliziert, wie es jetzt wichtig ist bei dir? Öffne dich der vollkommenen, wahren Lichtmacht dieses Lichtschwerts. Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein geistiges Auge. So kannst du in allem, in das du blickst, das Lichtvolle sehen. Deine Intuition und deine Inspiration erhöhen sich zu höchster Strahlkraft. Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Halschakra und erhöht dich über alles Bewerten und Beurteilen. Im Besonderen auch dein Selbstverurteilen, dein Selbstbewerten. Deine Intuition im Herzen dehnt sich unendlich aus. Deine Seele dehnt sich unendlich lichtvoll aus. Und dies geschieht jetzt. Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Herzchakra
und öffne dich für die übergeordnete Liebe zu deinem ganzen Land und zu allen Wesenheiten. Dein Herz ist entflammt vom Feuer des Heiligen Geistes. Das Lichtschwert entzündet jetzt dein Solarplexus-Chakra und lässt dich mutig in deinem Licht erstrahlen. Du wagst es, dieses Licht zu zeigen. Dein strahlendes Wesen wird gesehen und wahrgenommen. Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Sakralchakra. Es eröffnet in dir das neue Lichtbewusstsein, Lichtschöpfer zu sein auf dieser Erde. Wieder eintreten in die eigene Schöpfermacht. Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Basischakra. Es entflammt selbst den Boden unter dir und somit das ganze Land in der Liebe der Erzengel. Ich aktiviere den Feuersturm der Liebe mit den Erzengeln und Abertausenden von Feuerengeln der Liebe. Alle Liebesflammen vereinigen sich jetzt in deinem Herzen. Wir senden die vereinigte Liebesflamme deiner Chakras über das ganze Land. Die Meisterflammen in dir vereinigen sich mit den Meisterflammen der Aufgestiegenen und Erleuchteten aller Zeiten und überfluten das ganze Land. Gemeinsam entzünden wir die Herzen aller Menschen für den Aufstieg. So bitten wir die Erzengel nun, Hohepriester Melchisedek mit dem Rat der 24 Weisen, er kommt nun zu dir in deinen Raum, in deine Zeit. 24 Weisen vor den Thron, die gleich mächtige Feuersäulen um dich präsent sind. Und diese 24 Weisen, sie rotieren gleichsam um dich, bilden Feuerräder in Feuerrädern um dich herum. Wir dürfen sie bitten, dass sie nun niederschwingende Wesenheiten, Energien, Angstfrequenzen verbrennen, ausleiten. Sie stehen für die göttliche Exekutive. Wir bitten sie mit den Erzengeln gemeinsam, dass sie zu allen Menschen gehen, die jetzt auf dieser Erde in der Exekutive wirken, das heißt in der ausführenden Macht über die Menschen des Landes, des Kontinents und der Erde. Wir bitten nun, dass die 24 Weisen vor dem Thron all diese Entscheidungsträger einhüllen, dass sie niederschwingende Energien und Intentionen aus ihnen herauslösen, damit das ausgeführt wird, was jetzt für den Aufstieg der Menschheit vorgesehen ist, was jetzt für die lichtvolle Evolution jeder einzelnen Seele wirken darf. Das höchstmögliche Gnadenlicht zum höchsten Wohle aller
und im heiligen Willen Gottes. Also kannst du jetzt bewusst diese Feuerräder in Feuerrädern, diese hohen Lichtkonzile aussenden zu all jenen, die Entscheidungsträger sind, die jetzt aktuell Entscheidungsträger sind. Möglicherweise sind sie dir jetzt gar nicht bekannt, weil es gibt einen Wechsel in vielen Führungsspitzen. Und es gibt immer noch so etwas wie ein Machtvakuum, also es ist noch nicht ganz entschieden, wer welche Position einnehmen wird. Und so sagen die 24 Weisen vor dem Thron: Macht einfach lichtvolle Platzhalter, bietet uns, wir können uns multiplizieren, wir können auch himmlische Abgeordnete, Aufgestiegene eures Landes, Lichthüter eures Landes nun in die Positionen setzen als Platzhalter, damit sie schon einmal die Lichtposition übernehmen. Und so wird dann ein lichtvoller Magnetismus für diese oder jene Aufgabe des Landes entstehen. Damit anstatt durch das Vakuum irgendeine Energie, eine undefinierte Energie angezogen wird oder wieder niederschwingende Energien diesen Platz besetzen, dann dürft ihr bitten, als die mündigen Einwohner und die Kinder Gottes mit eurem Erbe als Lichtschöpfer, dass jetzt diese Positionen überall in Militär, Justiz, auf allen wichtigen Positionen mit Aufgestiegenen und Erleuchteten, mit den Urvätern des Landes besetzt werden, mit den aufgestiegenen Urvätern und Urmüttern des Landes besetzt werden. Und ebenso bitten wir jetzt, dass die himmlischen Heerscharen kommen. Lord Krishna mit seinen goldenen Herrschern, Jesus Sananda, die Engelschöre mit ihren Herrschern, die lichtvollen Sternengeschwister, die zu Millionen mit ihren Strahlenschiffen kommen, alle Aufgestiegenen und Erleuchteten des deines Landes, als Lichthüter deines Landes, auch die Aufgestiegenen und Erleuchteten der inneren Erde, dass sie kommen und jetzt alle wichtigen Positionen lichtvoll besetzen und mit ihren Herrschern auch alle Polizisten, den ganzen Apparat der Ordnungshüter des Militärs reinigen und befreien, sodass ein lichtvolles und friedvolles Feld entsteht. Ebenso dürfen wir bitten für das ganze Land, dass heute wiederum die himmlischen Herrscher kommen, die Lichtkonzile mit Feuerrädern in Feuerrädern, niederschwingende Energien gleichsam absaugen, wie Panik- und Angstfrequenzen, dass auch alle Technologien, die solche Panik- und Angstfrequenzen aussenden, gestoppt werden, dass diese Technologien abgeschaltet werden oder am besten dematerialisiert werden. Es sind oft Technologien von außerirdischen oder schwarzmagischen Wesenheiten, die für das physische Auge gar nicht sichtbar sind. Manchmal und oft, meistens sogar, strahlen sie über unsere Fernseh-Radio-Kanäle, auch über unsere ganzen Handystrahlen, über den Äther ein.
So bitten wir, dass auch all diese Strahlungen, die durch die Medien verursacht werden, nun gereinigt werden. Und dass niederschwingende Frequenzentechnologien abgesaugt werden, entfernt und gestoppt werden. Und an diese Stelle bitten wir jetzt, gleichsam die himmlischen Nachrichten zu senden. Die himmlischen Informationen, die himmlischen Gnadenwellen. Und so sagt Metatron, dies ist die Lichtwelle des Metatron. Dies sind die Strahlenfrequenzen der Urzentralsonnen. Die Emanationen der Urzentralsonnen, die jetzt über die ganze Erde ausgestrahlt werden. Und heute, Geliebte, könnt ihr bitten, dass um die Erde mit den Strahlenschiffen der Außerirdischen überall machtvolle Lichtsendeantennen errichtet werden. Dass diese jetzt in einer heiligen Geometrie um die Erde positioniert werden. Also positionieren sich die Strahlenschiffe eurer Sternengeschwister in einer heiligen Geometrie um euch und um die ganze Erde. Visualisiert es mit uns, damit von nun an und immer während die Emanationen der Urzentralsonnen einstrahlen und den heiligen Willen Gottes für den Aufstieg dieser Erde immer während über die Erde strahlen, in die Erde, in das Bewusstseinsfeld dieser Menschheit einstrahlen. Damit alle anderen Frequenzen dadurch transformiert, überlagert oder gleichsam ganz gestoppt werden und an diese Stelle die übermächtigen Lichtemanationen in Formationswellen und höchste Gnadenwellen einströmen, die goldene Zukunft dieser Menschheit. Und dies bedeutet, dass jetzt im Wandel der Zeit die Möglichkeit besteht, und dies geschieht jetzt mit euch, dass ihr auf eine neue Zeitlinie versetzt werdet, also in die goldene Zukunft, und euch folgen Tausende, Abertausende, Millionen von Seelen nach. Euch folgt die Erde nach. Es wird eine neue Schöpfungsbahn, Evolutionsbahn für die Erde aktiviert und entzündet. Eine neue Strahlenbahn, in die die Erde eingewiesen wird. Eine höhere Bahn, eine höhere Licht- und Evolutionsbahn, in die ihr euch mit euren Herzen schon längst bewegt habt. Und jetzt soll dies gesamthaft geschehen. Darum, wir sind zutiefst berührt von eurer Hingabe. Denn so kann das Licht und Machtvollste der Erde geschenkt werden. Jetzt ist es an der Zeit, Geliebte, dass die göttliche Mutter kommt, denn sie hat besondere Vollmachten. Und ihr kennt ja das Bild der göttlichen Mutter, die mit mächtigen Engelchören, mit ihren Herrschern kommt und die
auf den Wolken kommt und das Tier besiegt. Und das Tier sind die niederen Frequenzen zusammengebündelt. Die vereinten niederschwingenden Frequenzen, die Jahrtausende lang die Seelen gepeinigt haben. Doch selbst jetzt noch ruft ihnen das Herz der göttlichen Mutter zu. Du darfst jetzt noch wechseln, du darfst noch aufsteigen, du darfst dich jetzt noch entscheiden. Denn die Barmherzigkeit Gottes ist in mir, so spricht die göttliche Mutter. Ich, Mutter Maria, grüße dich, geliebte Lichtseele. Ich bin die Mutter der schönen Liebe. Und mir voraus gehen die Seraphim, die mächtigen Feuerengel der Liebe. Ihre Herzen brennen vor Liebe zu allem, was da ist. Mein Herz brennt und ist entflammt in der Liebe zu dieser Erde, zu der ganzen Menschheit, zu allen Wesen. Was auch immer Menschen getan oder zerstört haben, ich sage dir, meine Liebe ist machtvoller, ist stärker. Diese Liebe wird alles immerwährend erneuern. So ist der heutige Tag die Erneuerung der Liebe in deinem Herzen. Es bedeutet die Erneuerung deines Liebesbandes zu den Tieren, den Pflanzen, den Menschen, zur ganzen Erde, zu uns, den himmlischen Wesen und zum Herzen Gottes selbst. Lasse dich jetzt entflammen. Das Alte muss vergehen und Neues kann entstehen. Dies ist die jetzige Situation. Das alte System muss vergehen. Neues kann entstehen. Genauso wie auf den Kriegs- und Schlachtfeldern dieser Erde im nächsten Jahr wieder Blumen blühen, so geschieht dies in deiner Seele. Und es geschieht im Lichtkörper der gesamten Menschheit. Lass nun alle Schmerzen los. Schenke sie in das flammende Herz meiner Liebe. Schenke mir deine Sorgen, auch deine Sorgen für die Mitmenschen. Schenke mir deine Angst. Ich, die göttliche Mutter der schönen Liebe, bin jetzt bei jedem Einzelnen präsent. Und ich spreche zu deiner Seele, zu deinem Seelenkörper. Lass jetzt los alle Verträge mit der Finsternis. Einst warst du neugierig, wolltest erfahren, was es bedeutet, fern der Liebe zu sein. Was bedeutet es, Schmerzen zu haben? Was bedeutet es, einsam sich zu fühlen? Und so hast du die Geborgenheit meiner Liebe verlassen. Doch ich, deine göttliche Mutter, habe dich nie aus meinem Herzen entlassen. Denn ohne die Liebe meines Herzens wäre deine Seele nicht genährt. Ich nähre deine Seele mit der himmlischen Nahrung, die deine Seele bedarf. Und so spende ich ihr immerwährend das ewige Leben. Eine Seele,
die ohne göttliche Mutter ist, ist die traurigste Seele des Universums. Eine Seele, die sich abgewendet hat von ihrer göttlichen Mutter, ihre göttliche Mutter verstoßen hat, ist die traurigste Seele auf dieser Erde. Sie ist ohne Geborgenheit und sie ist in der Kälte. Das Herz ist kalt, die Seele ist kalt. Und deshalb kann sie nicht mehr fühlen, mitfühlen, wahrnehmen. Ja, sie hat selbst das Gefühl für die Liebe verloren. Und oft können sich solche, die ärmsten aller Seelen, nur noch am Leben erhalten, indem sie von anderen Quellen sich an ihrem Schmerz nähren und weiden. Und ich sage euch, geliebte Lichtseelen, verzeiht selbst diesen, denn sie selbst sind jene, die am meisten leiden. Sie können keine Liebe, keine Freude mehr fühlen. Ihre Seele ist vollkommen verarmt. Und ich, deine göttliche Mutter, durchflute dich mit dem ewigen Leben, das deine Seele nährt, mit meiner immerwährenden Liebesflamme entzünde ich dich, deinen Seelenlichtkörper. Ich umfange deinen Geist, damit du geborgen bist und getrennt wirst von niederschwingenden Geistwesen, damit dein Geist erwacht und eins ist mit dem Geist deiner göttlichen Mutter, mit dem Geist des ewigen Vaters, mit dem ewigen, allmächtigen, heiligen Geist durchdrungen. Und alle Verträge, die du abgeschlossen hast, werden heute Kraft meiner Gnade von den hohen Lichtkonzilen gelöscht. Ich, deine göttliche Mutter, trete gleichsam als Rechtsanwältin deiner Seele, als Fürsprecherin oder wie es heißt, als Fürbitterin deiner Seele auf. Ich verbürge mich für deine Seele. Und dies bedeutet dann für mich, dass es wichtig ist, dass du mich als deine göttliche Mutter aus tiefstem Herzen wiedererkennst und anerkennst. Geliebte göttliche Mutter, bitte bewahre du meine Seele vor allem Niedergang, vor allem Untergang. Und dies geschieht jetzt mit dem Lichtkörper der Menschheit. Die göttliche Mutter reinigt heute den Lichtkörper der Menschheit, den Geistkörper der Menschheit und den Geist Körper der Erde. Jetzt komme ich, deine göttliche Mutter, und reinige deinen Mentalkörper. Alle Gedankenfrequenzen, die du gedacht hast, über Raum und Zeit, in allen deinen Erdenleben und vor allem
die Frequenzen, die immerwährend auf dich einströmen wollen, die dich mal hierhin, mal dorthin zerren, die dir Zweifel einflüstern. Lege nun alle Selbstzweifel ab in der Tiefe deiner Seele, die dich blockieren, die wahre Liebe Gottes entgegenzunehmen, die Gnadenquelle, die für dich vorbereitet ist. Und bitte diesen nun mit allen in dieser Gemeinschaft, mit allen Licht- und Sterngeschwister, sie kommen als Fürsprecher dieser Menschheit, besonders Aufgestiegenen und Erleuchteten, die ebenso einmal Anteil hatten am Lichtkörper der Menschheit. Sie kommen als Fürsprecher und reinigen mit mir den Gedankenkörper der Menschheit. Viele Implantate und negative Einstrahlungen, unermesslich viele, werden heute gelöscht und gereinigt, damit an dieser Stelle die Gnadenwelle meiner Liebe fließt und so die Menschheit auferstehen kann aus dem Staub der Jahrtausende. Die Gnadenwelle und das Liebesfeuer meines Herzens entzünden sich in deinem Emotionalkörper und machen deine Seele lebendig, mitfühlend, barmherzig, übergeordnetes Verzeihen und Liebe für alles, was da ist. Auch du hattest einmal Anteil und warst verwoben mit niederschwingenden Wesenheiten. Doch die Barmherzigkeit meiner Liebe hat dich befreit, hat deine Seele wieder lebendig gemacht. Darum, geliebtes Lichtherz, verzeihe jetzt mit mir. Und dadurch bist du ganz befreit von allen Frequenzen des Hasses und der Rachegefühle. Auch hier lösche ich die niederschwingenden Implantate und Verträge, wo du deine Seele verkauft hast und deine göttliche Wahrnehmung getäuscht wurde, blockiert wurde. Und dies geschieht jetzt mit den Aufgestiegenen und Erleuchteten deines Landes und der ganzen Erde im Emotionalkörper der Menschheit. Feuerräder in Feuerrädern reinigen den Emotionalkörper der Menschheit, damit ihr Herz wieder entflammt ist und sie lebendig göttliche Seelen sind. Und dir, geliebtes Lichtherz, schenkt Jesus Sananda, mein göttlicher Sohn, heute einen goldenen Diamanten ins Herz, der dein Herz verwandelt in pures Gold. Ein Herz aus Gold, ein Schatz des Himmels. Das bist du. Meine Liebesflamme reinigt jetzt deinen Ätherkörper und jede einzelne deiner Zellen. Die Liebesflamme entzündet deine Zellen
Und so entsteht Liebe in jeder einzelnen Zelle. Ein liebendes Herz umfängt jede deiner Zellen. Ein flammendes Herz, ein geflügeltes Herz. So erhöht sich die Lichtschwingung in allen deinen Zellen. Jetzt. Je höher die Schwingung deiner Zellen, deiner DNA, deiner Quanten, desto unberührbarer bist du. Denn alle Krankheitskeime und Krankheiten insgesamt sind niederschwingende Frequenzen. Je höher deine Zellen schwingen, desto stärker ist die göttliche Immunität. Also entzünde ich ein flammendes Liebesherz um jede Zelle. Jede Zelle fühlt sich jetzt geliebt und angenommen und kann wieder in die göttliche Ordnung der Dinge eintreten. Deine Kreisläufe sind in der Harmonie. Deine inneren Kreisläufe des physischen Körpers, deine energetischen Kreisläufe des Lichtkörpers werden nun durch meinen Liebesstrom lebendig aktiviert. Und Jesus Sananda, mein göttlicher Sohn, er kommt und aktiviert den goldenen Torus in dir und um dich. Dasselbe geschieht jetzt mit der ganzen Erde. Der goldene Torus ist aktiviert. Dasselbe geschieht mit dem Lichtkörper der Menschheit. Und dies bedeutet, alle Seelen, alle Herzen haben die Möglichkeit, sich jetzt zu entscheiden, den Licht- und Gnadenweg zu gehen. Ich selbst setze mich jetzt mit den höchsten Lichthierarchien an die Spitze deines Landes. Und du kannst bitten, dass ich, die göttliche Mutter, als die Lichthüterin deines Landes wirke. Du kannst dein Land meinem Herzen weihen. Das heißt, ich werde es hüten, so wie ich deine Seele hüte. Und so dürfen wir alle sprechen. Geliebte göttliche Mutter, ich weihe mein Land deinem Herzen. Das Land, auf dem ich wohne, das ich meine Heimat nenne. Und ich weihe die ganze Erde deinem Herzen, nimm sie in dir auf und lass sie ganz neu geboren werden in eine neue, goldene Zukunft. Heile sie in deinem Herzen und sende sie in die höhere Licht- und Evolutionsbahn, in die goldene Zukunft. Und diese Neugeburt geschieht jetzt, in diesen nächsten 3 Tagen und Nächten. Danke, göttliche Mutter. Und die göttliche Mutter segnet jeden Einzelnen,
sagt, du bist behütet in meinem Herzen, was auch geschehen mag. Rufe mich und du darfst mich auch fühlen und spüren, denn in Wahrheit bin ich jetzt immer bei dir und du bist bei mir. Deine Seele ist geborgen. Gemeinsam mit allen Licht- und Sternengeschwistern, mit der göttlichen Mutter, mit der Mutter unserer Seele, mit der Lichthüterin, Lichtwächterin unserer Seele und unseres Landes und dieser Erde segnen wir die Menschheit und die Erde. Im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehe Asche, Ehe. Ehe Asche, Ehe. Ehe Asche, Ehe. So haben. Die göttliche Mutter sagt, heute war es wichtig, die Lichtmacht der Urgöttin, aller Göttinnen zu entzünden, damit die weibliche Seite erwachen möge, die schöpferische Macht des Weiblichen erwachen möge, damit durch diese schöpferische Macht des Weiblichen in euch und durch euch eine Neugeburt der Erde geschehen darf und geschehen soll. Und jetzt geschieht. Es braucht die weibliche Schöpfermacht, damit diese Erde und die Menschheit in eine Neugeburt geführt werden kann. Darum braucht es die Weihe an die göttliche Mutter, damit ich, die göttliche Mutter, durch euch die Vollmacht erhalte, diese Neugeburt zu initiieren, durch die weibliche Schöpfermacht aller Urgöttinnen, aller aufgestiegenen Meisterinnen, durch die weibliche Schöpfermacht in dir. Damit eine neue Empfängnis und eine Neugeburt möglich ist.
Darum wurde euer Lichtkörper heute in mir, der göttlichen Mutter und im Schoß aller Lichtgöttinnen, aufgestiegenen und erleuchteten Meisterinnen, neu geboren. Achte jetzt auf dich, diese drei kommenden Tage, den heutigen mitgezählt. Gerade übers Wochenende, wenn du ein wenig Zeit hast für dich. Bleib in dieser tiefen Ruhe und bitte mich, geliebte göttliche Mutter, gebäre und erneuere meinen Lichtkörper, ja selbst meine Zellen und meinen physischen Körper. Und wir alle gemeinsam, so sagt die göttliche Mutter, gebären die Erde neu, aus dem erneuerten Lichtkörper heraus. Und dies ist die Zeit, in der Empfängnis und gleichsam Schwangerschaft ist und dann die Neugeburt entstehen darf. Geistig geschieht es jetzt schon. Das Physische folgt nach. Und selbst die Zeitlinie ist jetzt erneuert und neu geboren. Amen, so ist es, geliebte Lichtseelen meines Herzens. Geliebte Mutter Maria, ich danke dir für die Neugestaltung meiner Seele, meines ganzen Wesens. Danke dir auch für das Vertrauen, das du in mich setzt und in uns alle, hier an diesem heutigen Tag. Danke, dass mein Herz jetzt so eine große Freude in sich hat. Es gibt nichts Glückseligeres, als ein Kind der göttlichen Mutter zu sein. So sagt die göttliche Mutter, wird die höchste Heilkraft aus mir heraus jetzt und aus den Urgöttinnen heraus jetzt die Erde umfangen. Die höchste Heilkraft für alle Schmerzen der Jahrtausende. Heilung der Schmerzen in deiner Seele, Heilung der Schmerzen von Lady Gaia und der ganzen Erde. Und die Tränen werden hinfortgewischt. Und so ist es.